ist ja gerade noch mal alles gut gegangen, meine Damen und Herren. Was wäre die Kunert und Co. Holiday Show ohne Stargäste? Und für Ostern haben wir uns wieder was ganz Besonderes einfallen lassen. Ich freue mich sehr auf Gina Lisa Lohfink. Schön, dass du da bist, Gina. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Was war los mit dem Nagel jetzt? Du sollst ja, doch nicht, das ist so gemein. Wir können doch offen sprechen. Ja doch, Männer, die Leute haben gefragt, wo bleibt der erste Stargast? Ach so. Ja. Der Nagel ist abgebrochen bei der Länge. Ja, ja gut, Sekundenkleber hält. Alles gut. Dran. Ich kann jetzt auch leider, ich kann dir ein Küsschen geben. Aber ach, das ist aber nett. Dankeschön und das aber um diese Uhrzeit, liebe Zuschauer. Jetzt. Ich kann dir leider keine Hand geben, gut, weil ich hab, wenn der jetzt nochmal abbricht, dann rappelt. Freue mich sehr, dass du da bist, Gina Lisa. Ja, wir wollen natürlich ein bisschen über dich sprechen heute Abend, auch über das, was so aktuell ist. Was machst du gerade und so, das wollen wir erfahren. Und natürlich, wo machst du gerne Urlaub? Was sind so deine Lieblingsurlaubsziele? Da frage ich jetzt erstes mal nach. Okay, ich fahre sehr gerne, also fliege ich ins Warme immer weg, wo Sonne ist, immer schön Strand, Meer. Ich bräune mich gerne und immer schön erkunde dann immer was schön vom liegen. Land. Schön liegen, Sonnen. Cocktailchen dazu. Bin ich super. Auch dabei. Ist genau super. Auch mein Ding, liebe Zuschauer. Oh, und wir gehen jetzt mal nicht so weit weg, aber schönes Wetter kriegen Sie an der Ostsee. Auf jeden Fall auch im Sommer, liebe Zuschauer. Wow. So, Snowboard und Skifahren tut's auch. Ja. Bist du so eine Winter, fährst du dann die Berge? Wo fährst du da hin? Nach Österreich? Ja, Österreich oder Schweiz auch. Ich finde ja, Snowboarden finde ich ja persönlich immer so extrem schwer. Das habe ich auch mal probiert. Hast du da einen Kurs gemacht oder hast du das jetzt? Ich habe das schon früh angefangen, bin Ski gefahren. Bei den Schneehasen waren das. Bei den Schneehasen? So, bei den kleinen Schneehasen in der Gruppe, Kindergruppe. Und danach war mir es irgendwie so langweilig. Dann bin ich so in die Pubertät gekommen. Mein Hund ist da. Ach Gottchen. Was macht die denn da? Nala. Wie süß ist sie? Wie heißt sie? Nala? Nala, was machst du denn hier? Sag mal, jetzt hast du dich erschreckt. Nala, Baby, keine Angst. Ja. Was bist du denn hier? Wie bist du denn hier reingekommen? Ja, ich nehme an durch die Tür. Ja, Nala, ich klebe an. Nala. Nala und Gina Lisa Lohfink heute beide zu uns gekommen. Ja. Und wie die Zunge rausgestreckt hat, ne? Ist eine Freche, ne? Eine Freche. Ich finde es großartig. Ich bin ja auch so ein Fan von so kleinen Hunden. Aber es ist ja auch ganz schön laut, ne? Macht auch ganz schön Lärm. Ja, die schimpft. Schimpft? Warum? Ja, wenn jemand zu mir kommt, die mag das nicht. Erstmal hat sie auch Angst, sie beißt nicht, aber sie tut mich immer beschützen. Ist richtig secure. Aber was sie auch hat, ist eine geile Sonnenbrille. Schauen Sie mal, zeigen wir Ihnen mal hier. Ja. Das ist die Sonnenbrille von Nana. Ne? Also hat alles mitgebracht. Gina, wir wollen ein bisschen sprechen und zwar 2008 war ja deine, ich möchte mal sagen, so deine erste Präsenz im deutschen Fernsehen, dritte Staffel von Germany's Next Topmodel. Ja. Wie ging es dann für dich weiter? Hast dich ja dann schon auch so verändert. Wie war die Zeit für dich allgemein da mitzumachen bei Heidi Klum? Also damals, das war eine riesengroße Erfahrung für mich und dass ich da mitgemacht habe und das war halt, war ich auch ganz stolz, weil mein Kumpel hat mich damals beworben, ich habe mich selber gar nicht beworben, ich hätte mich gar nicht getraut und das war eine riesen Erfahrung für mich und seitdem an ging es ja dann auch los. Aber ich bin ein bisschen anders als die anderen und bin aufgefallen. Und ja, seitdem an, das ist, na gut, ob positiv oder negativ, leider gab es vieles auch Negatives, was nicht so schön war. Aber dafür habe ich jetzt gelernt. Ich habe gelernt. Also ich finde dich unfassbar sympathisch und mir ist es ja auch wurscht, was dann teilweise Vielen von anderen Dank, geschrieben wird. Oder sonst was. Ich finde, du bist ein sehr nettes Mädchen. Danke. Ne? Hast einen tollen Hund. Ja. Ne? Klar fällst du schon auf, aber das glaube ich auch Sinn und Zweck. Das wolltest du halt auch gerne. Ja, ne? Ich finde anders sein ein bisschen, das mag ich so extrem und ja, kann ja jeder machen, was er will. Welche Zeit war anstrengender für dich? Der Dschungel oder die Zeit mit Heidi Klum? Die Zeit mit Heidi. Das dachte ich mir. Da hätte ich meinen Hintern drauf verwettet heute Abend, dass das so ist. Ja, ich finde, ich bin ja froh, dass ich da mitmachen durfte und so, aber sie ist schon eine Geschäftsfrau durch und durch. Und ja, das ist immer. Ich frage immer, wo ist denn das alles? Da fehlt noch so viel, da wurde so vieles nicht gezeigt. Ne? Wird halt zusammengeschnitten, so wie es genau, passt. Genau, ne? Richtig. Ist ja bei vielen Formaten so, liebe Zuschauer. Aber ich kann Ihnen eins sagen, diese Show, die Sie gerade sehen, die Kunert und Co. Holiday Show, zum 34. Mal hier auf Sonnenklar TV, die ist zu 100% echt. So, das musste ja auch mal gesagt werden. Ja.
Tina-Lisa Lofink ist bei mir zu Gast, liebe Zuschauer, heute Abend hier in der Kunert und Co. Hollywood Show. Hat ja schon viel erlebt, die Dame, ne? Ja. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Aber mein persönliches Lieblingsformat ist ja nun mal Adam sucht Eva, ne? Im letzten Jahr. Da habe ich dich nackt gesehen sogar, ne? Hey. Und Millionen Menschen. Wie war das für dich? Ist da nicht sogar eine Beziehung draus entstanden mit einem Typen? Was war alles hier so, was war alles? Ich weiß, ne? Ich bin gut informiert immer, ne? Ja, magst du nicht so drüber sprechen. Naja gut, ist ja auch nicht so. Liebe Zuschauer, es wird Zeit für den nächsten Stargast. Ich bin sehr, sehr stolz, weil ich bin ein großer Fan von ihm als Schauspieler. Ben Blaskowitsch bei mir. Ben, freue mich mega. Für mich ist das immer noch so. Ich habe letztens erst auf der Couch mit meiner Freundin gesessen und gesagt, oh, nichts, jetzt kommt er bald zu mir. Ich gucke immer Rosenheim Kops, ne? Du bist ja jetzt leider nicht mehr dabei. Sag ich nicht so, ich kann mir das immer, es ist einfach großartig. Aber in dir steckt ja viel mehr drin als nur in Anführungsstrichen natürlich Schauspieler. Bist auch ein toller Musiker. Darüber wollen wir heute auch sprechen. Und wo machst du gerne Urlaub, wenn du Urlaub machst? Da bin ich eigentlich flexibel, aber am liebsten natürlich in Kroatien. Ich habe ja Wurzeln in Kroatien. Mhm. Und da bin ich bestimmt 4-5 Mal im Jahr. Kroatien haben wir auch bei uns bei Sonnenklar TV, liebe Zuschauer. Aber wir starten mit einer tollen Kreuzfahrt, nämlich auf der AIDA. Ben Blaskowitsch in der Kunert & Co. Holiday Show am Samstagabend. Viele tolle Rollen gespielt. Rosenheim-Cops, ja, finde ich ja immer so spektakulär. Können wir auch gerade noch mal kurz drüber sprechen. Ich habe ja immer den Eindruck, dass es dort nur einen gibt, der arbeitet, ja, in dieser Erfolgsserie. Der Michi. Der Michi ja. Ist immer fleißig, ist immer auf Zack. Ja, mhm. Finde ich großartig. Dann liebe ich natürlich Frau Stockel. Ja. Ja, ist eine Sensation. Und die Kommissare, gut, der eine hat mit dem zu tun, der andere hat dazu zu tun, der eine hat mal Hochwasser in der Hütte. Wie war die Zeit für dich? Du warst ja lange dabei. Ja, super. Ich war jetzt 4 Jahre dabei. Ich habe letztes Jahr im November aufgehört und war immer super. Wir haben super, super Drehorte gehabt hier in Bayern und es war sehr familiär, das Ganze. Spielt das gar nicht in Rosenheim? Doch, schon. Doch, schon. Also das Präsidium ist das Rathaus in Rosenheim. Mhm. Gibt es auch so Fantours, die man da machen kann. Also es pilgern immer ganz viele Leute nach Rosenheim runter. Und die anderen Drehorte sind oft ja um und in München auch teilweise. Das Studio ist ja hier auch in München, Bavaria Studios. Ah, das heißt, in den Bavaria Studios werden jetzt die Sequenzen aus dem Präsidium sozusagen. Genau, also ich war meistens im Studio natürlich, obwohl ich die Sonne so liebe, war ich in einem Studio und bin ja der Bürohengst gewesen, so von Rosenheim Cops und der Controller, die Außen, ne? Genau, der Controller und die Surf-Szenen haben wir am Starnberger See teilweise gedreht zum Beispiel. Ist ja auch ein spannendes Thema, weil ich habe mich erkundigt oder ich habe gelesen, dass du sehr aktiv bist, gerade in diesem im sportlichen Bereich mit Klettern, mit Segeln, mit Surfen. Wie kam es dazu? War das immer so für dich so eine Leidenschaft? Ja, ich bin ja in Bergen aufgewachsen, also in Tegernsee geboren, Schliersee aufgewachsen, direkt am Berg. Und das Schöne ist ja draußen, man kann wirklich alles machen. Man kann auf den Berg gehen, klettern gehen, man kann segeln gehen, surfen gehen. Und ich bin mit Sport eben aufgewachsen. Und so habe ich mir im Laufe meines Lebens immer neue Sportarten. Blaskowitsch ist zu Gast in der Kunert & Co. Hollywood Show. Er ist nicht nur ein ausgezeichneter Schauspieler, sondern auch ein hervorragender Musiker. Wie kam es denn dazu? Das finde ich immer spannend. Wie kam es dazu? Ja, ich bin eigentlich auch mit der Musik aufgewachsen, so mit Bergen und Musik. Ich habe damals, ich glaube als Vierjähriger oder so, habe ich schon die Kochtöpfe meiner Mutter aus der Küche rausgeräumt und habe da mit Kochlöffeln draufgeschlagen und dann habe ich Schlagzeug gelernt. Und dann habe ich in der Schule eigentlich mehr Musik gemacht als gelernt. Und du hast auch in einer Indie-Rock-Band gespielt. Ja, genau. Ist das der Stil, den du jetzt auch verfolgst? Nee, ist was anderes. Also wir waren früher so sehr inspiriert von Muse und Coldplay, haben dann eben Indie-Rock gemacht. Mhm. Da habe ich Schlagzeug gespielt damals. Und was ich jetzt mache, ist eben Singer, Songwriter, Folk, Englisch und ganz soft. Das heißt, du schreibst selbst? Ich schreibe selbst. To the one who made you, he says, open up all the doors and you know that I'll be there too. Watch out and care for you too. Catch up with the stream surrounding you. Ooh-ooh. He says to stay strong with the stones inside of you too. Listen to the angels beside you, all that heaven has always put you through this loneliness inside of you. You,
I walked miles for you by the riverside. I messed up with you by the riverside. I prayed hard for you by the riverside. I let go for you all of my pride. My pride. Großartig. Dankeschön. Dankeschön. Ach, ist das schön. Tolle Titel, alles selbst geschrieben, selbst komponiert. Yes. Finde ich super. Danke. Ja? Also, liebe Zuschauer, und ich will ein bisschen runterholen jetzt von seinem hohen Ross. Wir quizzen, glaube ich, mal wieder eine Runde. Genau. So, wir spielen Flaggenrätsel, höre ich gerade. Das heißt Flaggenrätsel. Ah, okay. Das heißt, wir werden jetzt eine Flagge von irgendeinem, ja, von irgendeinem Land auf unserem Kontinent sehen und natürlich wieder Vorschläge dazu bekommen. Ich bin gespannt. Ich auch. Ja, gucken wir mal rein hier in dieser Runde. Kunats Flaggenrätsel. Was für ein toller Name schon allein für dieses Spiel. Und jetzt sehen wir die Flagge, um die es heute Abend geht. Entschuldigung. Deutschland. Oh! Da kommen jetzt Tipps zum Land. Also, jetzt kommen keine drei Möglichkeiten. Jetzt kommen erst Tipps. Okay. Ich glaube, ich hab's auch. Südosteuropäischer Balkanstaat. Achso, da kann man schon. Bulgarien. Ja, das glaube ich auch. Stimmt's? Ja. Endlich ein Punkt. Endlich. Damit ist es spannend und da gibt es eine Stechfrage dann in Kürze noch hier in der Sendung. Wir haben aber ein paar Minuten Zeit und toll, 1-1, finde ich spannend. Ach, liebe Zuschauer, ich könnte jetzt schon wieder nur total abfeiern. Ich war bei Frank Neuenfels in der Sendung gemeinsam mit Ralf Zimmerschied bei der Party- und Schlagercharts. Ja? Jetzt sind wir hier bei Kunat und Co., aber wir sind sehr gespannt, wie unser Ralf Zimmerschied das dann auf die Reihe kriegen will. Meine Damen und Herren, ich präsentiere meine Freunde und Kollegen von Schlagergold heute Abend bei mir. Schön, dass ihr da seid, ihr zwei Kollegen. Guten Abend, Jan. Guten Abend. Es gibt was Neues bei uns in der Kunat und Co. Holiday Show, liebe Zuschauer. Alle Gäste müssen sich so anziehen wie der Moderator. Heute Abend hat es schon mal bestens geklappt. Ne? Aber ich hatte es eben schon mal kurz eingesprochen. Meine Freunde von Schlagergold sind da. Wir werden auch heute hier noch unseren Flippers Hitmix präsentieren. Ne? Und es kommt ja auch ein neuer Song. Es kommt ein neuer Song, der ist auch schon in Vorbereitung. Sollen wir schon mal verraten? Na, haben wir, glaube ich, auch schon. Ne? Ist ja schon irgendwie. Ja. Kann man machen. Du als unser Chef, ich sehe dich ja als unseren Chef. So ein bisschen. Nee, das sehe ich nicht so. Ja. Aber trotzdem sage ich es ganz gerne. Es ist auch ein Kultlied der Flippers. Ich glaube, einer der größten Hits, die Flippers hatten. Ja. Es ist der Song Sieben Tage. Sieben Tage. Nee, das machen wir nicht. Genau. Ich will jetzt hier noch nicht zu viel verraten. Aber, liebe Zuschauer, wir haben uns Gedanken natürlich auch gemacht. Die Flippers müssen natürlich auch aufgeteilt werden. Das sind natürlich drei Legenden. Ja, Manfred, Gott hab ihn selig, ja, Bernd und Olaf. Olaf. Olaf war schon hier, ja, da habe ich ihn schon drauf angesprochen auf Schlagergold, der fand das cool. Ja, wir waren bei Endlich 18, bei der großen Geburtstagsshow, hatte ich ihm ein Video von unserem Auftritt gezeigt und er war so begeistert, dass wir direkt nochmal von Anfang an das Video zeigen mussten. Also Olaf von den Flippers hat uns den Segen gegeben und mehr geht, glaube ich, nicht. Jetzt müssen wir ja mal gucken, jetzt machen wir mal die Verteilung. Also ich bin Manfred, ja, der Dicke. Ja. Jede Gruppe hat ja einen Dicken, der bin ich in unserer Gruppe. Dann haben wir den guten Sänger, dann möchte ich hier sagen, das ist der Frank Neuenfels. Und dann haben wir den, der nur mit den Weibern rummacht oder der nur anmacht. Ja. Wir haben ja teilweise Auftritte gehabt, jetzt, wo ich erinnere mich gerne an unsere Silvestersendung, da haben wir haben ihn ja gar nicht wiedergefunden, weil er nur am Flirten war. Ne? Das ist richtig. Wie Olaf wahrscheinlich. Absolut. Ich glaube, Olaf ist der Flirter. Ja, ja, wer es kann. Genau. Ralf, Frank war ja schon immer mal bei uns hier zu Gast bei Sonnengold, weil du bist ja heute das erste Mal hier. Du hast ja ein tolles Musikprojekt gehabt, zum einen Pures Glück, ihr habt euch dann getrennt und jetzt gibt's Pures Partyglück. Das ist ja das Schöne, dass jeder auch noch andere eigene Projekte habt. Was kann man zu deiner Geschichte sagen im Schlager? Allgemein jetzt? Mhm. Ja, ich bin ja dazu gekommen, da war ich so. Ne? Und Mama, Papa haben gefeiert und ich war im Bettchen und bin halt mit der Musik groß geworden. Ja, ist wirklich so. Ja. Und dann habe ich halt DJ jahrelang gemacht, ne? Wie auch Frank. Und
dadurch immer mit Musik zu tun gehabt. Und Schlager ist halt immer was, was ich sehr gerne mag und auch mache. Und dadurch hat sich dann zum einen diese eine Formation gegründet damals, den ich entdeckt habe. Und ja, das ist wie eine gute Freundschaft. Wenn es halt nicht mehr passt, dann sollte man auch dann in Freundschaft auseinandergehen. Und jetzt mit dem Sebastian ist ein neues Projekt entstanden, Boris Partyglück. Und kommt auch jetzt in Kürze eine Nummer raus mit dir. Sehr schöner Titel. Mhm. Und es macht einfach Spaß. Ja. Und den habe ich auch entdeckt. Das ist wichtig. Ja. Ja. Ich finde es schön. Also ich finde es auch schön, dass wir einfach aus dieser Laune heraus gesagt haben, wir machen ein bisschen was. Und jetzt, liebe Zuschauer, können Sie was machen? So, liebe Zuschauer, meine beiden Freunde Ralf Zimmerschied und Frank Neuenfeld sind schon nicht mehr da. Die stehen nämlich jetzt schon auf Position, denn jetzt ist es soweit. Viele haben es befürchtet, er wird es irgendwann auch in seiner eigenen Sendung machen. Jetzt ist es soweit. Es wird ein bisschen gesungen. Ich freue mich sehr, dass meine Kumpels da sind. Und mit Schlagergold haben wir ein ganz neues Projekt, eine Hommage an die Flippers, natürlich erschaffen und präsentieren ihn jetzt hier in der Kunert & Co. Holiday Show, unseren Flippers Hitmix. Dürfen sich drauf freuen, liebe Zuschauer. Und ich bin gespannt, wie es wird. Ja? Und für mich ist es auch eine Neuigkeit, also eine Premiere hier im eigenen Studio zu singen. Hier sind Schlagergold mit dem Flippers Hitmix. Viel Spaß. Die rote Sonne von Barbados, für dich und mich scheint sie in. Gleich wie Schnee.
Schön. Meine lieben Freunde, ich danke euch. Danke für die Einladung. Ja, Schlagergold, es wird noch einiges von uns zu hören gehen, liebe Zuschauer, das kann ich Ihnen an dieser Stelle versprechen. Und ich sage Dankeschön an die Jungs, Dankeschön an Gina Lisa Lofink und an Ben Blaskowitsch. War eine tolle 34. Ausgabe. Jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Osterfest. Es gibt nochmal unsere Topseller und wir sehen uns mit der Kunat-Show wieder am 11. Mai. Dann haben wir die Stars aus Goodbye Deutschland bei uns. Nächste Woche hier die goldene Sonne. Dürfen Sie sich auch drauf freuen. Da sehen wir uns auch wieder. Und bis dahin gibt es die Topseller. Jetzt erstmal an diesem Abend. Schönes Osterfest. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.